herzlich willkommen in unserem Häuschen. Beziehungsweise in der Vollkatastrophe und die Hunde rennen gerade weg. Komm rein. Komm. Einmal wieder rein mit dir. Danke. Auch ein herzliches Hallo meiner Seite. Ja, heute machen wir, wie bereits auf Instagram angekündigt, für die, die dort folgen. Wenn nicht, einfach mal auf den zwei Kanälen von Sarah und mir folgen. Dann seid ihr immer so ein bisschen im Vorfeld, was auf dem Blog kommt oder auch nicht. Ne? So sieht's aus. So sieht's aus. Dann kann man das Bild überprüfen. Sie will das Bild überprüfen. Wir sind jetzt quasi im Haupteingang, wenn man so will, würde ich behaupten. Ja. Noch. Und quasi im Haupthaus. Vielleicht schon mal kurze Info für euch. Der älteste Teil des Hauses ist von 1922 und in dem stehen wir jetzt gerade. Um direkt mal hier so ein paar historische Background-Informationen zu geben. Also alles, was ihr hier so sieht, das kommt alles irgendwie so weg, weil das kein Mensch will. Ja. Aber fangen wir mal, ich denke mal, ganz oben an. Das heißt, jetzt gehen wir mal zwei Stockwerke hoch, weil dort entsteht Sarahs Studio. Und das ist ungefähr das zweite, was nach der Werkstatt im Endeffekt saniert wird sozusagen. Oder erstmal entrümpelt. Entkernt. So, dann würde ich sagen, dann machen wir mal, ne? Ja. So, ich weiß gerade gar nicht, wo Daniel ist, aber ich mach mal weiter. Das wird uns, glaube ich, hier im Haus noch öfter passieren. Das hier ist der wundervolle Treppenaufgang in die oberste Etage. Da ist er hinter mir. Wo warst du? Ich hab gedacht, du gehst direkt hoch. Also diese Treppe ist auf jeden Fall extrem interessant. Ich zeige sie euch jetzt gleich nochmal von oben. Hallo! Also genau. Happy geht die Treppe auf jeden Fall nicht hoch, die ist viel zu steil für sie. Richtig. Hobbes kommt so einigermaßen klar damit, aber sie ist schon. Also ich muss auch schon gestehen, für uns als Menschen ist diese Treppe schon eine Herausforderung. Ja. Die wird definitiv. Aber die wird rausgerissen und da kommt eine vernünftige Treppe dorthin. Richtig. Weil das ist eher ein Zustand wie sonst irgendwas. Ja. Aber dreh mal um, quatsch ich nicht dreh so mal viel um. Hier. Ja, nicht so viel quatschen. Mal. So, genau, jetzt quatschen wir aber trotzdem direkt weiter. Also wir wissen, dass das Haus früher mal wohl aus 4 Wohneinheiten bestand. Und hier könnt ihr auch sehen, dass das mal ein Badezimmer war. So, genau, da kommt man hier in den größten Raum. So sieht der jetzt aktuell aus. Hier kann man das auch nochmal schön sehen, dass das halt wohl mehrere Wohneinheiten waren. An was willst du das denn jetzt ausmachen? Das ist ja nur der eine Raum. Ja, und dann hat man hier nochmal die Küche, ne? Also das ist halt mehrere. Könnte ja auch nur eine Wohneinheit sein. Ja, okay, das hier oben war eine. Entschuldigen Sie bitte, Herr Schmidt. Genau, also hier seht ihr, wir haben Dachschrägen, aber wir haben auch zum Glück 2 so Gauben, dass das Ganze halt schon mal ein bisschen von der Deckenhöhe angenehmer wird. Aber ich finde es gar nicht so schlecht mit den Schrägen, muss ich sagen. Und ja, das hier wird mein Studio. Yay! Das gab mal die Hälfte. Es gibt ja noch da. Stimmt, da gibt es noch einen Raum. Ja. Den zeigen wir euch jetzt auch nochmal. Moment. Hier, Dufi. So, der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dieser Raum. So sieht der nämlich aus. Was das zuletzt mal war. Ich schätze, das war ein Abstellraum. Ja, irgendwie so eine Art Abstellraum. Da oben geht es noch hoch ins Dach. Das war mal so eine Speicherluke. Ja gut, also jetzt für euch, also diese ganzen Wände, die da, auch die Luke, diese, wie soll man sagen, diese Decke, die wird komplett entfernt, dass man von hier dadurch bis in den anderen Raum sehen kann. Genau. So, genau, die kommt auch noch weg, weil das braucht kein Mensch mehr. Genau, dass das dann halt im Prinzip so ein komplett offenes Loft quasi wird. Also stellt euch vor, dass diese Wände alle weg sind. Und dann ist es ein schöner großer Raum und dann muss ich mir überlegen, wie ich da mein Studio reinmache. Genau, also ich habe noch keine richtige Idee, wie es wo und überhaupt aufgeteilt wird. Ich würde sagen, das erste ist wirklich das Ganze mal zu entkernen und dann wirklich mal die schiere Größe des Raums zu sehen. Weil ich glaube, das sind, was waren es, glaube ich, 8 Quadratmeter? 80 hatten wir, glaube ich, ausgerechnet, ja. In den Dreh sind das. Und das muss erstmal auf einen wirken, bevor man wirklich mal entscheiden kann, wo kommt ein Klo hin, wo kommt ein Waschbecken hin, kommt überhaupt ein Klo hin, wo kommt der Kleiderschrank hin, wo kommt Z1, Z2, Z3, Z10 oder keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was die alles vorhat. Müssen wir dann mal gucken, wenn wir so weit sind. Aber erstmal muss diese alten Vertäfelungen, ich kann das Ding nicht sehen, ne? Das ist no, ganz schlimm. Früher war das halt so, heutzutage lebt man ein bisschen anders. Ja. Vor allem wir leben ja auch viel, also wir möchten ja alle in größeren Räumen leben. Mhm. Deswegen muss das ja alles
angepasst werden. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Etage tiefer. Ja. Ja, ja, auf geht's. Hier ist kalt. Ja, gut. Ja, und hier ist keine Heizung drin. Keine Heizung, no. Also keine funktionsfähige Heizung. Nein, keine funktionsfähige Heizung. Okay, runter geht's. Könnt ihr das nochmal sehen, ey? Diese Treppe ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und irgendwie sind alle Treppenhäuser in diesem Haus so. Ich weiß nicht, warum man das früher gemacht hat. Sicherlich, um Platz zu sparen. Daniel? Ah! Das ist mein Jumpy. Möchtest du ins Badezimmer kommen? Ja, komm, Mensch. Ich hätte ein bisschen Bock auf Wellness. Ja. Also hier wurde mal von den Voreigentümern ein Bad hingebaut, was aber nie fertig gebaut worden ist. Ja. Auch das wird komplett wieder entfernt, weil ich bin halt ein Freund davon, von großen Fluren. Ich mag das halt nicht, wenn die alle so klein und eng sind. Ich mag da lieber Platz und dann wenig drinstehen, damit das schön wirkt. Außerdem muss der eh weg, weil hier kommt die andere Treppe nachher von später, von unten, genau. Die wir ganz am Anfang, die rote, die wir hochgegangen sind, die kommt dann hier raus. Somit muss das eh umgebaut werden. Richtig, ganz aber genau. Das zukünftige Badezimmer ist da. Hier. Das kann man doch schon voll erkennen, dass das hier ein Badezimmer wird, oder? Also geplant war das hier sicherlich mal als Kinderzimmer oder halt ein sehr farbenfrohes Schlafzimmer, aber nein, es ist höchstwahrscheinlich, das sollte es ein Kinderzimmer werden. Und ja, es ist halt hier auf der Etage einer von den zwei größeren Räumen und das ist auch ganz okay so. Die haben beide ungefähr 20 Quadratmeter. Und ja, das heißt, für uns ist das auf jeden Fall eine perfekte Größe für ein wunderschönes Badezimmer. Und nur mal so, dass ihr mal versteht, was hier so irgendwie los war. Die haben tatsächlich einfach, ja, zum Beispiel halt Heizungsrohre verlegt und dann Verkleidungen drum gebaut, anstatt das Ganze sauber, vernünftig irgendwie in die Wände oder Decken zu legen. Und das ist auf jeden Fall die Aufgabe, die auf uns zukommen wird. Gut, eher höchstwahrscheinlich mehr auf Daniel. Ich werde versuchen, im Hintergrund so viel zu helfen, wie ich darf, aber ja. Er hat sich ja vorgenommen, alles alleine zu machen. Nee, ich habe mir das nicht vorgenommen, ich muss das machen wegen meinem Kanal. Wegen dem Blog, ja, ja, genau, das, richtig. Das hat nichts mit Muskeln zu tun, aber du darfst den ganzen Sport mit wegfahren. Das mache ich sehr, sehr gerne. So, und dann kommt hier unser Schlafzimmer. Kann man doch auch schon erkennen. Und schaut mal, die Farbe ist doch direkt passend für mich, oder? Ja, in der Kamera sieht die Wand noch gar nicht so schlecht aus. Also, die ist voller Schrammen und alles Mögliche. Ja. Also, das muss auch sowieso alles wegkommen. Das ist nichts auf der Boden, das ist irgendwie so, da ist so eine Nivelliermasse reingegossen worden. Mausi, machst du die hübsch, ne? Oh ja. Ja, gut, wieder ablenken lassen. Ja, und hier sieht man eine Wand, wo das Fachwerk sichtbar gemacht worden ist. Die ist halt sehr schön. Ich glaube, das ist die einzige Wand, wo wir nichts machen werden. Ja, doch, so soll es mal überall aussehen. Ja. Das ist die Idee dahinter. Aber da sieht man, da war ja früher mal eine Tür drin und die öffnen mal je nachdem wieder, damit wir sozusagen ein Masterbadezimmer haben, wo wir direkt vom Schlafzimmer reingehen können. Hier könnte man sagen, oh, das ist aber nett, ein kleines Räumchen, Ankleidezimmer und so. Aber nee, auch das Zimmer hier wird verschwinden. Diese Wand fliegt raus, weil da hinten in der Ecke, ich muss ungefähr so bis auf die Höhe hier, wird nämlich die neue Treppe angesetzt, die dann bis ins Dachgeschoss halt geht. Und ja, ein Kleiderzimmer weniger. Das ist nicht schlimm, wir haben genug Platz. Kannst du das überleben? Ja, das kann ich überleben. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal an den Ort der Kreativität in Zukunft. Ich weiß noch nicht, wann es so sein wird, aber in unsere Büroräume. Das ist eine gute Idee. Sehr. Für die, die es interessiert, Strom und so, hier ist der Stromkasten, sollte mal hier ein Elektriker zugucken und so, ja, ihr werdet sowas höchstwahrscheinlich kennen und ich frage mich nur, wie sowas möglich sein kann, weil das hat angeblich ein Elektriker gemacht. Hier sieht man, hier waren früher vier Zähler drin, das wurde umgebaut auf einen und ja, das ist halt wirklich sehr interessant, das Ganze. Ich bin was anderes gewohnt, aber ist nicht schlimm, was machen wir, Schatzi, damit? Raus! Und neu. Neu, richtig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Hobbes ist. Hobbes? Du kleiner Clown. Ja, der spielt hier immer im ganzen Haus rum, obwohl wir nur einen kleinen Teil des Hauses wirklich nutzen. Oder in Nutzung ist. So, hier sieht man auch diese Treppe. Die ist richtig gefährlich. Ich stehe jetzt ganz auf der Stufe drauf und man erkennt klar, das passt gerade mal ein halber Fuß drauf. Und es wird noch interessanter. So, und die hier ist die beste. Und die Höhen der Stufe sind auch, naja, ja, sehr schwierig. Es sieht zwar auf den ersten Blick so
gar nicht mehr so schlecht aus. Aber wenn man so wirklich geht, dann merkt man, no, das geht nicht. So, dann öffne mal Wohnung 2 des Hauses. Wohnung 2. Naja, die Türen funktionieren einwandfrei, wie man hier sieht. Guck mal, wir machen direkt das Horror. Ja. So, das ist aktuell der Stand hier unten. Das sieht nur sehr brutal aus. Das ist so ein alte Lehm, was da drin ist. Das wurde früher halt so gemacht für die Isolierung. Heutzutage wissen sie, dass das gar nichts gebracht hat. Aber gut, die wussten das früher nicht besser, deswegen haben sie so gemacht. Und hier wurde einfach mal aufgerissen und ein Teil entfernt. Und ich weiß nicht so richtig, was sie da gemacht haben. Aber gut, da ist auch noch so eine Wand, die ein bisschen, ja, da mal so auseinandergerissen aussieht. Das sieht wirklich schlimm aus auf den ersten Blick, aber dann ist es unterm Strich gar nicht so. Wenn man ein bisschen aufräumt, geht es besser. So, hier ist Teil 1 des Büros. Also man muss sich mal vorstellen, von hier von der Tür bis da hinten in die Ecke, also bis zu diesem Regal, ganz genau. Das wird das gesamte Büro. So, die Idee dahinter ist, diese Wände sozusagen komplett leer zu räumen. Bedeutet, dass wirklich nur noch das Fachwerk steht, also das Ständerwerk in dem Fall. Eine riesige Glasfront vorne rein zu machen, damit man so richtig ins Büro reinsehen kann. Und natürlich hier wird geöffnet bis in den anderen Raum. So, hier haben wir gerade noch, ja, so ein bisschen Köln stehen. Ja. Hier ist alles Mögliche zur Zeit drin. Das ist halt, ja, man zieht dann ein und man muss irgendwie mal ein bisschen Ordnung kriegen. Und ja, so ist das halt. Hier sieht man die künstlerische Arbeit eines Heizungsverlegers oder auch nicht, wie auch immer man sagen will. Das muss alles erneuert werden. Das ist so, wenn man vielleicht seitlich guckt, sieht man das noch besser. Hinten in der Ecke angefangen, dann runter, dann rüber, schräg und dann hier so ein bisschen Slalom und dann hoch. Findest du das schön? Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall kreativ, aber schön. Könnte man definitiv besser lösen. Das heißt, die ganze Heizung und alles muss hier auch erneuert werden. Ja. So, welchen Raum stellst du uns als nächstes vor? Komm, nimm den hier neben dir. Das ist der Raum der ultimativen Kreativität, würde ich ihn nennen. Also man könnte ihn später auch als Brainstorming-Raum benutzen, wenn man ihn einfach so lässt. Aber wie hier die Wasserrohre und Heizungsrohre verlegt worden ist, absolut abenteuerlich. Ich glaube, anders kann man das tatsächlich nicht bezeichnen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich glaube, Daniel auch nicht. Und jeder, der hier reinkommt, fragt sich so, what the hell? What the, ne? Ja. Also das und ist halt das Schönste ist diese Wand. Wenn man die nimmt und man fasst die an, die ist komplett los. Ja, die steht die trägt zum Glück gar nichts mehr. Hier steht zwar noch eine Baustütze, weil hier haben sie mal probiert, einen Teil des Balkens zu ersetzen. Das muss man komplett neu machen. Das funktioniert leider so nicht. Und hier glaube ich zumindest, da oben sieht man es ganz leicht, da ist noch ein Trägerbalken drin. Das heißt, der muss definitiv stehen bleiben. Ja. Vielleicht ersetzen wir den auch, aber gut, das ist eine andere Sache. Hier sieht man noch mal ganz klar, wie sie das früher so gemacht haben mit diesem Lehm und Stroh, der da drin ist. Ja. War an sich gar nicht mal so schlecht, aber das wird heute nicht mehr gemacht. Und hier war mal eine Tür, die haben sie dann zugemauert. Naja, gut, du Huvi, wie findest du es? Er findet es gut. Ja, und hier ist sozusagen der andere Teil des Büros. Also wenn man sich jetzt die Wand da wegdenkt. So, dann, aber hier steht gerade mein ganzes Werkzeug noch rum, weil ich bis jetzt noch keine Werkstatt habe. Ich bin gerade dabei, die zu bauen. Es ist auf jeden Fall, auf den ersten Blick sieht es, glaube ich, ziemlich wild aus, aber ich glaube immer, dass es schneller auch geht, als man sich so zuerst denkt. Also wir haben mit dem Makler damals auch gesprochen, der hat uns erzählt, viele Leute haben sich das Haus angeschaut, fanden es auch wunderschön. Also wir haben uns auch direkt in dieses Haus verliebt, muss man ganz klar sagen. Ja, ist ein sehr schönes Haus. Aber die allermeisten haben halt vom Kauf abgesehen, weil es ihnen zu viel Arbeit war. Ja, es ist halt eine Kernsanierung. Es ist eine Kernsanierung. Es muss alles richtig raus. Ja, so, wenn man auch dann hier noch so sieht, beispielsweise, der Balken ganz hinten, das ist nicht mal mehr ein Balken. Da haben sie einfach irgendwelche Bretter drumherum gemacht. Also dieser muss komplett ersetzt werden von, ja, über die ganze Länge im Endeffekt. Ja. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Man merkt auch, wenn man oben drüber geht, dass der Boden halt leicht schwankt. Aber das könnte vielleicht auch noch am anderen Balken liegen. Erinnert euch ihr vorhin an das Badezimmer, das was wegkommt? Da kommt die Duschwanne raus. So, das heißt, da kann man duschen und direkt ins Büro fallen und einfach nur noch rübergehen.
So, das geht dann viel einfacher. Ist doch perfekt für morgens, da bin ich auch mal schneller im Büro. So einfach mal so duschen, zack, duschen und einfach mal rein, haben wir es geschafft. Ich kann mir vorstellen, zurzeit ist es ein bisschen sehr verwirrend, das Ganze. Komm, ich gebe dir mal die Kamera. Sehr verwirrend, weil es so viele Etagen sind und alles so verwinkelt. Und wir haben im Endeffekt 3 Eingangstüren und 3 Laufwege. Und je nachdem, wo man hin will, muss man drum rumrennen und hin und her, sonst kommt man irgendwie nicht hin. So, und jetzt sind wir zurzeit, wo sind wir hier? Tja, ich würde sagen, in Daniels persönlichem Tanzbereich aktuell. Die von euch, die seine Vlogs schon schauen, seine Werkstatt- und Baustellen-Vlogs, die werden den Raum hier schon kennen. Das hier wird seine provisorische Übergangswerkstatt. Ich behaupte mal, ja. Dafür ist sie nicht verkehrt, oder? Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, hier stand früher eine Sauna drin. Ja, genau. So mal kurz zur Erinnerung. Und richtig. Das sah ganz, ganz, ganz schlimm aus. Und wir haben einfach nur den Raum ausgeräumt, bisschen Farbe an die Wände gemacht, den Strom neu verlegt hier drin. Ja. Und siehe da, es sieht direkt mal 10-mal besser aus. Ich glaube, wir suchen mal ein Bild raus, so ein Vorher-Nachher, ja. Um zu zeigen, wie es aussah. Und das waren jetzt dieser Raum. Wie lange habe ich jetzt dran gearbeitet? 3 Tage. Netto 3 Tage. Ja, genau. 3 Tage. Also da kann man mal sehen, dass es tatsächlich auch relativ schnell geht. Also auch nicht mal volle Tage. Das sind dann maximal 6-7 Stunden Tage. Ja, genau. Also muss ich auch noch viel filmen und so. Das kostet sehr viel Zeit. Man arbeitet ja weniger. Lass uns erst das Haus fertig machen. Das ist Haus? Komm, wir zeigen einmal. Hier ist Tür 2. Das ist Wohnung 3 im Endeffekt, wo wir uns gerade jetzt befinden. Hier kann man dann in den Innenhof rein oder rausgehen. Richtig. Der genau. Ist halt sehr schön. Also auf den Innenhof freuen wir uns tatsächlich am allermeisten, glaube ich, im Sommer, oder? Ja. Geh du mal vor, ich folge dir mal unauffällig. Das hier ist, weil ich ja der Mann des Hauses bin, darf ich die Waschküche vorstellen. Ja, darfst du. Komm sehr rein. Stell doch erstmal bitte diesen wichtigen Raum vor, der ist schon nicht ohne, hä? Unsere wunderschöne Durchgangsflur 2. Ja. Den meinst du, den soll mal vorstellen? AKA auch Dreckschleuse, weil wir bringen so viel Dreck mit rein und deswegen dachten wir uns, wir wollen irgendwo so einen Sammelort, wo wir Schuhe hinstellen und unsere Jacken haben können, was aber nicht im Hauptflur des Hauses ist, sondern hier im Zwischenhaus, weil wir schleppen so viel Dreck einfach mit rein. Und dann haben wir uns gedacht, hey, eine Waschküche wäre nicht schlecht. Ah, übrigens, diese Waschküche, die jetzt hier ist, die ist sehr klein. Die wird aber später mit dieser Mauer ausgebrochen, also durchgebrochen und dann wird die halbe, was jetzt die Werkstatt hier neben dran ist, wird zum Dreiviertel und mit herangenommen, dass man Schätzelschö, eine schöne große... Der Frauentanzbereich, wo die Alte sich dann sonntags einschließen richtig. Kann, damit du in Ruhe zocken kannst und ich gehe bügeln. Ja, so und wer zockt mehr von uns beide? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, komm. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, im Vergleich zu Köln ist das hier auf jeden Fall schon wieder richtig nice, vor allem auch wieder einen Trockner zu haben. Den haben wir übrigens hier im Haus gefunden, repariert und siehe da, wir haben wieder einen Trockner. Also so kann es auch mal gehen. Und das hier war die provisorische Lagerfläche für den ganzen Werkstattkram. Das wird jetzt zügig verschwinden. Ja, und dann hast du Platz hier drin. Ja. Jetzt kommt das Interessanteste an diesem Haus. Kein Mensch kann das nachvollziehen. Also ich verstehe es nicht, Sarah versteht es auch nicht. Warum zur Hölle macht man sowas? Ich weiß es auch nicht. Das ist no, das geht nicht. Wir gehen jetzt ins Badezimmer. So, ja. Das Badezimmer ist ein Durchgangsbadezimmer, weil das ist die einzige Möglichkeit, also es gibt auch noch eine zweite, aber man hat ja keine 1000 Schlüssel immer dabei. Ist so gesagt, also die einzige Möglichkeit, die man haben, für ins Wohnzimmer zu kommen. Und dafür muss man immer durchs Badezimmer laufen. Außer man läuft außen rum. Und das ist also the no-go. Wir haben nun zurzeit damit abgefunden, dass es so ist. Aber wir freuen uns sehr drauf, wann dieser Raum weg ist und kein Badezimmer mehr da ist und das Badezimmer auf dem richtigen Platz auf jeden Fall sich befindet. Das ist besser. Dann zeigen wir euch den Raum mal. Es war nicht, also sagen wir so, von all den Räumen, die hier so sind, ist das bei Weitem der beste Raum. Ja, ja, doch, wir ist haben schon nicht schlecht. Nicht schlecht dran gearbeitet, aber ist immer noch potthässlich. Ne? Also, ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Also, Kommentare, wie hässlich findet ihr das Badezimmer auf der Skala von 1, also von 0 bis 10? Hier, Butter bei den Fische. Also erstmal, also solche... Okay, ganz so schlimm ist es nicht. Also das hier ist jetzt aktuell unser Bad. Man muss aber dazu sagen, als wir hier eingezogen sind, gab es kein Waschbecken. Kein Schrank. Kein Schrank, keine funktionierende Dusche. Genau, kein Schrank, kein Licht, keine funktionierende Dusche. Kein Wasser. Kein Wasser, kein Warmwasser vor allem.
Das Klo hing nur noch auf einer Schraube. Ja, da bin ich damit durchgebrochen. Ja, Daniel ist mit durchgebrochen. Zum Glück nicht bei einem Geschäft, sondern einfach nur beim Probesitzen. Ja, und die Badewanne, die jetzt so hier echt ganz nett aussieht, war eher die Behausung der Spinnen des Hauses. Also sagen wir mal so, wir haben hier auf jeden Fall schon einiges an Arbeit investiert. Dahinter war mal eine Gastherme irgendwann für Warmwasser oder Heizung. Wir wissen es nicht genau. Für alles, ja. Für alles. Da hängt jetzt quasi der Durchlauferhitzer, den wir hier provisorisch gemacht haben, damit wir warmes Wasser haben. Aber wie gesagt, das ist halt alles so, ne, you can see. Also wir haben zwar ein bisschen investiert und neue Armaturen gekauft, aber ja, was soll man dazu sagen? Dazu sagen kann man gar nichts. Aber es ist so, dass wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, ja, dass wenn wir hier einziehen, dass wir in eine Baustelle einziehen. Richtig. Weil das ist der die einzige Möglichkeit, dass man wirklich, aber wirklich, zügig vorankommen, auch wirklich dranbleibt. Ja. Da haben wir noch eine zweite Wohnung oder von mir aus ein zweites Haus, für die sich das leisten können. Das macht keinen Sinn. Dann bleibt das eine immer liegen und das ist so. Blödsinn. Man hat dann auch nie Zeit oder nimmt sich nicht die Zeit und so kann man wirklich auch mal, gut, wir haben zum Glück das Glück, das zu machen, was wir machen. Ja. Und wir müssen nicht 8 Stunden irgendwo hinfahren, also was heißt hinfahren, arbeiten gehen, ja, und irgendwie, genau, Anfahrt, Rückfahrt und man ist 10-12 Stunden am Tag unterwegs. Das haben wir ja zum Glück nicht. Wir können ja alles von zu Hause aus machen. Somit können wir auch sehr viel hier machen und das ist einfach Gold wert, weil es ist sozusagen Feierabend und dann ist man direkt zu Hause. Ja, ja, man kann dann noch ein bisschen arbeiten. Gut, ja, genau. Wir arbeiten jeden Tag. Ja, wir arbeiten sowieso jeden Tag. Aber okay, und jetzt zeige ich euch mal das, was ich als auch Hausfrau hier im Haus absolut toll finde. Nicht. Nämlich, dass einfach die Toilette unter einer offenen Treppe ist. WTF. Wer macht sowas? Also die Toilette kann man ungefähr jeden Tag putzen und dann kommt man halt... Habt ihr ja gesehen, hier Dreckschleuse, da geht es vom Flur quasi rein und dann hat man hier die Treppe und da gehen wir jetzt tatsächlich auch mal hoch, nämlich in den nächsten Raum, was aktuell tatsächlich so unser Hauptwohnbereich ist. Liegt auch einfach daran, dass es hier halt auch beheizt ist, beziehungsweise wir hier auch einen Kamin stehen haben. Ja, es sieht auch hier ein bisschen wild und chaotisch aus. Wir haben jetzt nicht hier frisch durchgewischt und Staub gewischt und gebonert und hast du nicht gesehen. Hier ist jetzt aktuell unser Arbeitsbereich und da schlafen wir. Das heißt, wir können vom Bett eigentlich direkt an den Schreibtisch oder vom Schreibtisch direkt ins Bett fallen. Ist doch super, oder? Gut, wie gesagt, es ist provisorisch. Es ist alles provisorisch. Man muss sich halt mit Dingen zurechtfinden irgendwie. Und für uns funktioniert es auf jeden Fall so zurzeit erstaunlich gut. Da muss man einfach mal auf die Zähne beißen und sagen, hey komm, klar. Das für die Zeit, das ist ja nicht eine Lebenssituation, also richtig, die man auf 30 Jahren jetzt behält. Das wird dann ein Jahr oder anderthalb sein. Ist so. Aber so what? Weil wir zwar echt sagen müssen, es ist momentan eigentlich ganz nett, auch den Fernseher wieder am Bett zu haben. Wir hatten das jetzt lange Zeit nicht so. Aber es ist schon eigentlich so ganz nett, muss man sagen, ja. Ja, und hier entstehen momentan halt alle Videos, Postings etc., unser ganzer E-Mail-Kram und so weiter. Da ist die Tür ins Bad, ne? Ihr erinnert euch. Der Ofen war drin, der heizt auch momentan echt ganz schön für uns. Wir müssen jetzt einen Techniker kommen lassen, weil die Heizung nämlich leider irgendwie gerade den Geist aufgegeben hat. Und das hier ist aktuell unsere Küche. Eigentlich so der größte fertige Raum sozusagen. Das ist eine Katastrophe. Ja. Pass auf, die sieht zwar schön so aus auf den ersten Blick. Aber wenn man mal aufpasst, ein bisschen genauer hinguckt, das ist eine Katastrophe. Wollen wir mal genauer hingucken? Nein, nein, das machen wir nicht. So, nur Beispiele. Beispiele. Ja, also die Küche, sagen wir mal so, sie war halt drin. Wir haben sie... Wir wollten sie rauswerfen. Wir wollten sie eigentlich rauswerfen, aber wir haben sie funktionsfähig bekommen. Das hat aber auch einen Grund, warum wir sie jetzt funktionsfähig gemacht haben. Weil wir haben noch ein Nebengebäude. Da gehen wir, gleich. Also ich denke mal von jetzt in 5-6 Minuten hin. Also geduldigt euch. So, und zwar wollten wir alles, das Haupthaus, das Nebenhaus, das Zwischenhaus und alles andere vom Haus erstmal komplett entrümpeln. Mhm. Und da hat das Teil ja auch dazu gezählt, weil wir wollen im Ursprung ins Nebengebäude einziehen und dort halt den Ofen anschließen, ja, und den dann nutzen. Es war nämlich damals so, als wir hier ankamen, wir hatten gar keine Heizung hier drin. Die war verstaubt, mhm, die ging nicht und keine Ahnung, was auch immer.
So, da haben wir uns mal einen ganzen Tag amüsiert. Ich bin dann in den Pellet-Tank reingestiegen mit Schraubenzieher und großen Werkzeugen und haben den mal die Verstopfung einmal entfernt. So, und dann hatten wir halt das Glück, dass wir die Heizung angemacht haben. Und siehe da, die ist angesprungen. So, natürlich ist das Problem hier. Hier soll die Steuerung normalerweise von der Heizung sein. So, das Problem ist, wenn man eine Heizung betreibt ohne Steuerung, dann überhitzt die. Und genau das ist uns auch passiert. Ja. Die ist überhitzt, dann hat der Rücklauf-Dings da von der Heizung hat dann angefangen Gas zu geben, dann hat die ganze Heizung, Installation vibriert. Und dann dachten wir, okay, jetzt schalten wir mal aus und lassen mal einen Techniker kommen. Ja. Weil wir brauchen unbedingt eine Regulierung, weil wir hatten dann, wenn die an war, gefühlt 30 Grad hier drin. Ja, ja, es war das, ultra warm. Es war übertrieben und die hat auch in zwei Wochen oder drei 300 Kilo Pellets verbraucht, was viel, viel zu viel ist. Ja. Und deswegen heizen wir zurzeit nur mit dem Ofen. Und haben sozusagen keine Heizung. Ja, aber das hört sich schlimmer an, als es letztendlich ist. Also, ja, weil es ist ein milder Winter. Es ist sehr super angenehm. Mild. Also wir haben eigentlich gar kein Problem. Natürlich merkt man halt im Bad, es ist ein bisschen frischer, aber mein Gott. Ja. Ne? Also man überlebt alles. Es sind keine Minusgrade, bei weitem nicht. Nein, nein. So. Dann zeigen wir euch doch mal noch direkt einen wichtigen Raum. Wichtigen Raum, ja. Das ist unser Coronavirus-Survival-Raum. So, das hier ist. Also, das stimmt so nicht. Nicht ganz, nein. Also, das heißt nicht ganz, das ist komplett falsch. Wir haben keinen Corona-Survival-Raum. Also, das hier ist jetzt aktuell unsere Vorratskammer und hier steht unser Kühlschrank, weil in der Küche halt kein Kühlschrank mehr war. Und das hier ist halt so ein Durchgangszimmer, ne? Man kommt halt dort raus und dann geht's hier rüber. Wir spinksen da mal gerade rein, dass ihr einmal seht, wo wir uns hier befinden. Das hier ist die oberste Etage vom Haupthaus. Da hinten ist das Badezimmer. Seht ihr es? Ich sehe es auf jeden Fall vor mir. Vorstellungskraft ist alles. Fabius, komm mal rein. Und wie ihr schon sehen könnt, wir haben Stufe 1, wir haben Stufe 2. Das heißt, das muss auf jeden Fall alles angeglichen werden, aber... Angeglichen wird es nicht. Also, nee, nicht ganz. Es wird angepasst. Angepasst. Hier unten da. Da kommt eine Doppelstufe hin. Da die Wand, die man hier bei den zwischen den Balken sieht, das wird alles zugemacht. Richtig. Damit dieser Eingang, also der Raum da, ein Raum für sich wird, das heißt so ein Vorratsraum mit Küche und Co. Lager und Co. Mit Lager und Co. Ja, genau. So, und auf dieser Seite kommt da kommt ein Durchbruch, damit das hier ein vernünftiger Flur wird, für einmal dann vom Wohnzimmer ins Haupthaus rüberzugehen. Ja. Ja, aber auch hier sieht man schon so diesen Charme eigentlich vom Haus mit den Balken und allem. Also das ist auf jeden Fall so die Idee, wie es halt später aussehen soll. Natürlich sollen die Balken nicht so dunkel bleiben. Wir wollen ganz gerne, dass es wieder hell wird. Ja. Aber auch das ist noch ein weiter Weg. Ja, weil hier werde ich frühestens in anderthalb Jahren kommen. Ich denke auch. Okay, und jetzt gehen wir nochmal in einen Raum, den ihr auch schon kennt. Wenn sie dir folgen. Wenn sie mir folgen, genau. Also hier gibt es dann nochmal eine Treppe 3. Also es ist wirklich sehr interessant hier in dem gesamten Haus mit den Treppen. Und jetzt kommen wir in den Raum, der über der Küche ist, den ihr schon kennt. Nämlich mein Studio. Also sofern ihr das Video gesehen habt oder meine Videos in der letzten Zeit. Hier habe ich jetzt gerade mein feines Studio. Ja, schon nice. Und das Fenster, ja, es ist dichter, aber es muss immer noch gemacht werden. Genau, also dieser Raum, der wird tatsächlich so später gar nicht mehr existieren. Ja. Die Idee ist, weil hier drunter ist ja jetzt genau die Küche, beziehungsweise halt auch der Wohnbereich. Und wir haben wirklich überlegt, was kann man mit so einem Raum machen? Uns ist ehrlich gesagt keine sonderlich clevere Idee eingefallen. Wir brauchen diesen Raum nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, hier die Decke zu entfernen, dass man einfach vom... Also in dem Fall den Boden. Den Boden, Boden oder Decke, je nachdem. Decke unten, Boden oben. Ja, genau. Wir stehen doch gar nicht. Bodendecke. Bodendecke. Und genau, dass man dann halt einfach vom Wohn-Essbereich halt bis unters Dach gucken kann. Also das ist die Idee dahinter. Das wird noch sehr lange dauern, glaube ich, bis wir da ankommen. Das werden die letzten Räume im Haus sein, die wir machen werden. Ja. So, und dann gibt es hier natürlich auf dieser Etage noch einen zweiten Raum, der jetzt aktuell Wäschezimmer und Lager ist irgendwie auch. Also irgendwo muss ich ja auch die Wäsche trocknen und ja.
Das ist halt die andere Hälfte von dieser Etage und dieser Raum wird tatsächlich später eine offene Galerie. Also wir finden das hier auch ganz schön. Das ist ein ganz süßes Element. Und diese Treppe wird allerdings hier verschwinden und dann wird es eine Wendeltreppe geben, die in der Ecke wahrscheinlich hochkommt. Und dann wird das quasi eine Bibliothek, Leseecke, einfach so eine Chill-Out-Geschichte. Müssen wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade die Idee. Es wird auf jeden Fall eine Bibliothek, ja. Es wird auf jeden Fall eine Bibliothek in irgendeiner Form, ja, genau. So, und jetzt gehen wir doch mal in den wunderschönen Garten. Kann man doch schon richtig erkennen, dieses Gartenparadies, oder? Also ich finde es wunderschön. Hier braucht man doch eigentlich fast nichts mehr machen. Oder was sagst du? Ich finde es perfekt. Steine im Garten, Hügel im Garten, alles super. Ist ja fast schon Rasen da. Ja, genau. Das sieht definitiv besser auf der Kamera aus, als es wirklich aussieht. Ja, es ist schon, also schon ziemlich wild. Also der Garten ist eine Katastrophe. Ja, unser Grundstück geht bis da oben an das Tor. Und hier ist auf jeden Fall auch schon einiges geplant, aber Daniel will auf jeden Fall so schon anfangen auch, ne? Ja, natürlich. Mehrere Baustellen gleichzeitig machen, dass wir es natürlich auch für Frühjahr, Sommer schon ein bisschen hübsch haben hier. Also erstmal zumindest halt den ganzen groben Dreck raus. Ja, also ist doch schön, freu dich doch über die Sonne. Hallo? Hallo? Du musst dich über die Sonne freuen. Ja, ich hatte schon letzte Woche mit dem Gartenteil angefangen. Ja. Aber es ist einfach zu nass zur noch Zeit. Zu nass, ja. Ich kann den Boden nicht vernünftig umgraben, weil ich möchte ja gern wieder auch, damals in Luxemburg hatte ich ja meinen Gemüsegarten. Mhm. Und ich muss den auch gern wieder hier haben, weil ich will gern vernünftigen Salat und vernünftige Tomaten essen und nicht diese Wassertomaten und Wassersalat aus dem Supermarkt. Richtig. Das ist alles. Hier ist dann der andere Teil vom Garten. Der jetzt auch schon so ein bisschen bearbeitet wurde von uns. Also wir haben hier schon einiges gemacht und vor allem halt zum Beispiel auch mal die Bäume halt zurechtgeschnitten, weil die tatsächlich einfach jahrelang nicht gepflegt wurden. Ja, die hingen ja komplett auf den Häusern. Genau, es hing alles auf den Dächern drauf. Also da seht ihr es, da oben, das weiß ich nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber da hinten auch auf dem Nebengebäude. Also die hingen halt wirklich komplett durch und das war auf jeden Fall kein Zustand. Ja, und hier ist wieder der Innenhof. Ihr erinnert euch, oder? Warte, ich zeige euch jetzt die Tür. Da ist die Tür, wo wir eben rausgekommen sind. Ich gehe mal den Schlüssel holen. Wo Daniels Werkstatt ist. Hol mal den Schlüssel, genau. And welcome to the second home. Richtig. So, das hier ist das Nebengebäude auf dem Grundstück. Den kennen diejenigen, die Daniels Vlog gesehen haben, auch schon. Und natürlich auch noch die Leute, die ihn von ganz früher kennen. Und ja, hier steht momentan ein Teil unseres Pax. Und der Rest steht da. Also das ist quasi wirklich aktuell unser Kleiderschrank, weil die Schränke einfach viel zu hoch sind und nirgendwo in irgendeines der Zimmer, die aktuell im Gebäude sind, reinpassen würde. Müssen wir die Decken höher bauen, ne? Lass mich mal überlegen. Also die werden höchstwahrscheinlich später unterm Dach tatsächlich in meinem Studio irgendwo Platz finden. Das glaube ich nur du. Also ein Teil ja, aber nicht alle. Nee? Nee, ganz vergessen. Ich renne doch nicht jeden Morgen ein Stockwerk höher, nur für meine Klamotten holen zu gehen. Ja, also zwei, drei werden wir höchstwahrscheinlich im Schlafzimmer einfach unterbringen und der Rest kommt dann unters Dach. Ja. Das finde ich besser. Dann haben wir hier noch den zweiten Raum von dem Gebäude. Hier kennt ihr vielleicht, also erkennt ihr vielleicht so ein bisschen was von unserer alten Einrichtung. Ja, unsere Küche hat es auch von Köln noch hierher geschafft. Die hängt jetzt hier, hier ist halt alles so richtig Rohbau. Also die haben wir tatsächlich richtig entkernt. Wir haben alles von den Wänden runtergeholt. Und ja, das ist halt jetzt aktuell quasi unser zweites Wohnzimmer, wenn man so will, so ein bisschen. Obwohl wir es halt nicht benutzen, weil es halt nicht geheizt ist. Ja gut, jetzt wollten wir ja auch ursprünglich einziehen. Deswegen ist ja auch mit den Kollegen da, genau. Alles schon soweit eingerichtet gewesen, bis wir uns halt dazu entschieden haben, trotzdem drüben einzuziehen. Genau. Hier sollten wir ursprünglich leben auf diesen, was sind es, 45 Quadratmeter? 45 Quadratmeter, also da hinten, wo jetzt der Kleiderschrank noch steht, wäre das Bett hingekommen. Mal gucken, vielleicht oder höchstwahrscheinlich wird es sogar auch noch mal dazu kommen, dass wir gegebenenfalls eventuell hier wohnen. Man weiß es noch nicht, wie sich alles entwickeln wird. Vielleicht im Sommer. Vielleicht im Sommer, dann ist es egal. Genau, da muss man aber ein bisschen abwechseln. Ne? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde ja aber diesen Ausblick hier, der ist ja schon ultra nice. Also es ist jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man hier so auf dem Sofa sitzt. Moment. Ah, so.
Also ich glaube, man könnte schlechter treffen, ja, definitiv. Und zum Glück ist das hier vorne auf jeden Fall eine Wiese, wo nicht mehr gebaut werden kann, weil das nämlich alles Naturschutzgebiet ist. Und das ist natürlich für uns ein echter Traum, weil das heißt, wir werden immer einen unverbauten Blick in die Natur haben. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, auch für hier entschieden. Ne? Daumen hoch für die, die es cool finden. Ich brauche mal eine Finger drin. So, dann zeigen wir euch jetzt noch den letzten verbleibenden Raum. Einer, der für uns in der letzten Zeit tatsächlich auch sehr wichtig war. Und auch immer wichtig ist. Immer noch wichtig ist, ja, genau. Sieht zwar katastrophal aus, absolut, aber ja. Das funktioniert. Zwar ist das hier unser zweites Carport. Beziehungsweise aka Recycling Center. Also hier seht ihr noch so die Reste an Sachen. Also jetzt steht zum Beispiel noch ein Fensterladen, den haben wir runtergeholt, als es so gestürmt hat, weil der locker war. Also hier ist auch ganz wild, ne? Also ihr seht das hier schon, das ist auf jeden Fall echt richtig, richtig wild gemacht. Bitte, zeig den Teppich! Genau, bitte fragt uns nicht. Don't ask. Why? Also hier gibt es einfach so viele Stellen im Haus, wo man sich fragt, was, also hat man überhaupt dabei nachgedacht? Also ich glaube eher nicht. Und ja, hier steht halt noch so der letzte restliche Kram, der gegebenenfalls halt noch irgendwie, also entsorgt ja, werden muss. Entsorgt werden. Teilweise natürlich, wir müssen noch gucken, wie das mit der Sondermüllentsorgung hier geht und noch Holzreste, hier sind noch jede Menge Fliesenreste, das haben wir alles im Haus gefunden. Und zum Beispiel halt auch noch Dämmwolle und etc. Und das muss halt alles noch vernünftig entsorgt werden. Und da ist der Dumbo. Dumbo. Tschüssi. Das ist immer das Problem in diesem Haus. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Wir suchen uns immer gegenseitig. Ich war mal für Walkie-Talkies. Ich finde das immer noch eine gute Sache. Da ist das Haupthaus und das sind im Prinzip die Anbauten. Da ist die Küche. Da ist noch der Keller. Da ist noch der Keller. Ja, stimmt, den haben wir euch jetzt nicht gezeigt, aber es ist halt unspektakulär. Es ist ein Keller, ne? Es sind vier Räume, richtig. 5 Quadratmeter. Genau, da steht die Heizung. Also es ist, glaube ich, nicht so spektakulär. Und das ist halt unser Innenhof. Und als wir hier das erste Mal reingekommen sind, war es schon ein wenig um uns geschehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann war genau das ist die Roomtour. The House Tour. The House Tour. The House Tour. Im unsanierten Zustand. Ja. Ja, also wir finden es sehr schön. Natürlich ist es, man soll es nicht unterschätzen, es gibt so unfassbar viel hier zu tun. Und das wird sich auch über Jahre lang hinziehen. Insgesamt, ja. Insgesamt, aber es lohnt sich einfach. Allein schon hier zu sitzen, keine 100 Nachbarn zu haben, die einem auf den Teller gucken können, wenn man ein bisschen entspannt. Das ist schon schön. Wir nehmen euch immer mit. Ja. Mit einem Fortschritt vom Haus. Ich kriege also ein bisschen satzig raus. Das ist kein Thema. Genau, also vor allem werdet ihr natürlich ja auch ganz, ganz viel von der richtigen Sanierung auf Daniels Kanal sehen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann müsst ihr auf jeden Fall seinen Kanal abonnieren. Ich verlinke euch den. Und erwartet euch jetzt nicht, dass das so eine langweilige Werkstatt, wir bauen eine Werkbank oder keine Ahnung, wir bauen eine Lampe ist, sondern ich mache da einen richtigen Vlog draus, die sehr unterhaltsam sind, glaube ich. Ja, die sind wirklich cool. Also schaut sie euch gerne mal an. Ich glaube tatsächlich auch für das Sanierungsthema, dass die meisten Leute so relativ langweilig eigentlich gestalten und einfach nur eine Kamera mitlaufen lassen. Daniel gibt sich sehr viel Mühe. Und ja, das ist, glaube ich, echt nett anzuschauen. Und ja, wie gesagt, auch auf meinem Kanal, ich werde euch immer wieder mal ein Update geben. Aber hauptsächlich wird es natürlich hier auf dem Blog dazu halt Infos geben. Ja. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr noch es irgendwas ist hier ein wissen Vlog wollt, um uns herum, genau. Was wir so den ganzen Tag was wir so die ganze Zeit machen, genau. Und ja, wenn ihr jetzt noch irgendwas wissen wollt zum Haus, dann schreibt uns das einfach sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas noch interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir auf, weil dieses Video ist eh schon viel zu lang höchstwahrscheinlich. Aber wir hatten lange keine Vlogs mehr, deswegen lange keine kommt Vlogs das, mehr, ist das okay. Also Daumen hoch, Kommentar Daumen hoch. Unten runter und sagt uns, was ihr wissen wollt. In diesem Sinne, wir sagen tschüss und ciao, ciao. See you next week. Richtig. Ciao.